Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Brandenburgerinnen. Brandenburg ist auch in der Krise gut aufgestellt und dieses Land ist und bleibt sicher. Brandenburg stellt sich allen wichtigen Herausforderungen, ganz besonders im Bereich der inneren Sicherheit. Die neueren Herausforderungen wie Cybercrime oder Digitalisierung sind Themen, die sich alle in diesem Haushalt wiederfinden, aber man erkennt sofort die langfristige Kontinuität in der Innenpolitik Brandenburgs. Hier sind viele Themen zu nennen, die Unterstützung der Kreise und Kommunen bei ihren Aufgaben, zum Beispiel den Brand- und Katastrophenschutz oder die Entschuldung notleidender Kommunen. Herr Keller sagte vorhin so schön, wir lassen die Kommunen nicht im Stich. Nicht alles kann aktuell mit voller Stärke, wie wir uns das noch vor 2, 3 Jahren vorgestellt haben, fortgesetzt werden. Und dennoch wurde nichts im Angesicht der Krise völlig aus dem Blick verloren. Nein, Brandenburgs Politik steht, und das ganz besonders beim Thema innere Sicherheit, für Kontinuität und Zuverlässigkeit. Das beweist, dass wir hier in Brandenburg in den Koalitionen unabhängig von Parteikouleur vertrauensvoll zusammenarbeiten. Der Weg der Vernunft wird zuverlässig weiter verfolgt, und wir haben das Land Brandenburg mit seinen Bedarfen fest im Blick. Tja, nichts mit Sonnendeck, Herr Walter. Herr Walter, nichts mit Sonnendeck, hier wird gearbeitet, auch wenn es Ihnen nicht entgangen ist. Und auch wenn Sie meinen, jetzt muss es losgehen, es ist längst losgegangen, das haben Sie wohl verpasst. Mich freut es, dass wir daran festgehalten haben, die Polizeizielzahl fortlaufend aufzustocken. Und das wird mit dieser Koalition erfreulicherweise auch jetzt fortgesetzt. Dieser Haushalt sieht einen Aufwuchs bei der Polizei von 61 Stellen vor. 41 gehen an das Polizeipräsidium und 10 jeweils an die Hochschule und dem Zentraldienst der Polizei. Damit stehen wir für Kontinuität und Sicherheit. Wir bilden weiterhin in großer Zahl an unserer Hochschule aus, bis fast an die Belastungsgrenze. Und natürlich wird hier Nachwuchs gewonnen, um natürlich diese Zahl zu erreichen, Frau Block. Damit stehen wir für Kontinuität und Sicherheit. Der Masterstudiengang, für den wir in der letzten Legislatur die gesetzlichen Grundlagen geschaffen haben, wird nun mit Leben gefüllt. Ja, es ist schwierig, natürlich auch hier Interessenten zu finden, aber ich bin ganz sicher, wir werden immer mehr finden, um den von Ihnen so beschriebenen schwierigen Fachkräftemangel und auch von Spezialisten hier selbst entgegentreten zu können. Und damit stehen wir für Kontinuität und Sicherheit. Die Novelle des Polizeigesetzes machte es möglich, dass unsere Beamten nur mit Tasern, Bodycams ausgestattet werden. Damit stehen wir für Kontinuität und Sicherheit. Verschoben werden mussten einige Anschaffungen, darunter die eines Hubschraubers und zahlreicher Kfz. Das ist bitter, aber auch Corona geschuldet. Einerseits mögen zwar finanzielle Gründe im Raum stehen, andererseits wissen wir alle, dass sich aktuell Fertigungen und Auslieferungen stark verzögern. Davon bleibt auch die Polizei nicht verschont. Selbstverständlich gab es auch Kürzungen im Einzelplan, aber da dieser wie immer ein extrem personalintensiver Haushalt ist und die Sicherheit nicht angetastet wird, sind diese auch zukünftig nicht mit denen anderer Ressorts vergleichbar. Eine Personalangelegenheit möchte ich erwähnen, auch wenn sie sich im anderen Einzelplan befindet. Es wurde hier schon vorhin kurz angesprochen, es handelt sich um den die Polizeibeauftragte. Diese dafür vorgesehenen Stellen werden dafür sorgen, dass die Kommunikation zwischen Polizei, dem einzelnen Bürger und der Öffentlichkeit verbessert, das Ansehen der Polizei gestärkt und die Qualitätssicherung der Polizeiarbeit fortgesetzt werden. Deswegen haben wir natürlich nicht der Streichung zugestimmt. Erwähnt sei noch etwas, was sich auch in einem anderen Haushaltsplan befindet, die Sanierung von Polizeigebäuden. Auch hier arbeitet die Koalition Hand in Hand weiter an steten Verbesserungen. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Finanzministerin. Die Ansätze für die ZABH sind auskömmlich, auch die Mittel für Abschiebung und vor allem für die freiwillige Ausreise sind vorhanden und das MIG wird nun das neue Aus- und Einreisezentrum gemeinsam mit dem Bund planen. Auch hier stehen wir für Kontinuität und Sicherheit. Genau, danke. Die Retterprämie wird natürlich fortgesetzt und das Absinken der Mittelansätze im Vergleich zu den Vorjahren erklärt sich damit, dass bisher noch Altanträge abgearbeitet wurden. Die jetzigen Ansätze werden selbstverständlich dem tatsächlichen Bedarf für das kommende Jahr vollkommen gerecht. Und das freut mich sehr. Ebenso, dass wir eine weitere Kürzung beim Landesfeuerwehrverband mit einem Änderungsantrag jetzt noch abwenden können. Diesen und seinem neuen Vorsitzenden gilt an dieser Stelle mein Glückwunsch und mein Dank. Applaus Frau Block,
Die Hinterbliebenenversorgung wird immer ausgezahlt, egal wie hoch die Haushaltsstelle hier im Einzelplan sein mag. Sie können doch da keine feste Summe reinsetzen, und weil Sie dann davon ausgehen, dass es 3, 5, 6 oder einen Toten geben wird. Das wäre makaber. Das ist natürlich nur ein Platzhalter, und auch dieser Änderungsantrag macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben uns darauf damals geeinigt. Und egal, was da steht, wenn es zu diesen traurigen Fällen kommt, was wir bitte alle nicht hoffen wollen, dann wird es diese Hinterbliebenenvorsorge vollständig geben. Dafür stehen wir hier ein. Meine Damen und Herren, wir machen keine Abstriche beim Thema Sicherheit. Die Koalition findet die richtigen Antworten auf die wichtigen Fragen der Zukunft. Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird vollumfänglich arbeitsfähig und für die Kämpfe der Zeit finanziell gut ausgestattet und gerüstet sein. Auch oder gerade in Zeiten von Corona werden die Themen Digitalisierung, Zusammenarbeit mit den Kommunen, innere Sicherheit und der Kampf gegen Rechtsaußen die Herausforderung der nahen Zukunft sein. Wir als Parlament schaffen dafür heute eine gute Grundlage. Herr Minister, dafür Glück auf. Und Sie alle bitte ich um Zustimmung.